Das 15 plus 1 Jahr Jubiläum feierte das Projekt Renotop Christkirchen mit seinen Unterstützern und Mitarbeitern vergangenes Wochenende. Das Renovierungsprojekt ist mittlerweile also nicht mehr aus der Maßnahmenlandschaft wegzudenken. Ich habe das so formuliert zuerst, also ist mittlerweile strategischer Partner des Arbeitsmarktservice geworden, weil es uns hilft, also erfolgreicher zu sein, unsere Ziele also besser zu erreichen. Und hat natürlich eine Phase oder eine längere Zeit der Entwicklung hinter sich, des Experimentierens, also ursprünglich entstanden aus der experimentellen Arbeitsmarktpolitik sozusagen, darum der Name auch Projekt. Man hat also versucht, hier Projekte und Maßnahmen zu entwickeln, die helfen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Renotop Christkirchen, früher ein Renovierungsprojekt des Berufsförderungsinstitutes, entwickelt seit 1988 neue Perspektiven für arbeitssuchende Menschen. Mittlerweile ist nicht mehr das BFI, sondern der Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung Träger der AMS-unterstützten Idee. Sehen Sie Unterschiede zu den anderen Projekten Oberösterreichs hier bei Renotop Christkirchen? Naja, jedes unserer Reno-Projekte zeichnet sich natürlich durch die besondere Situation der Mitarbeiterinnen aus. Es gibt natürlich unterschiedliche Schwerpunkte. Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Faktor das Engagement der jeweiligen Kolleginnen und Kollegen sowohl im sozialpädagogischen als auch im fachbetreuerischen Bereich ist. Und insofern möchte ich keine Qualifizierung vornehmen. Ich glaube, dass jedes dieser Projekte einen wertvollen Beitrag zur Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt bietet. Kann man hier in Christkirchen noch etwas verbessern? Natürlich, ich glaube, wir müssen immer wieder neue Nischen suchen. Es ist der Baubereich, es ist heute der Grünlandbereich angesprochen. Wir sind in Wels zum Beispiel sehr erfolgreich mit dem Technologiebereich, mit der Abfallentsorgung. Es gibt immer wieder neue Nischen, in denen wir Menschen Chancen anbieten und damit auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt dadurch erhöhen. Durch ein Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekt, gefördert vom Arbeitsmarktservice Oberösterreich, vom Land Oberösterreich und dem Sozialhilfeverband, wird den Beschäftigten die Chance geboten, wieder in ein geregeltes Berufsleben zurückzufinden. Die Leute kommen aus unterschiedlichsten Arbeitsbereichen. In der Regel haben sie eine geringe Ausbildung oder wenig Ausbildung und wir vermitteln sie also vom Bau- und Baunebengewerbe bis über Hilfsarbeiten jeglicher Art. Das ist eigentlich der Zweck des Renovierungsprojektes, dass die Leute qualifiziert werden, dass sie herangeführt werden an das Arbeitsleben, dass sie herangeführt werden daran, was sind die Anforderungen, was für Leistung muss ich eigentlich erbringen, damit sie das ausgeht und damit in der Firma, also dass eine Firma in einer Firma auch bestehen kann. Die produktive Arbeit ist seit Beginn ein wesentliches Merkmal des Projektes. Mittlerweile haben es schon hunderte Renotop-Mitarbeiter geschafft, in verschiedensten Bereichen auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Also grundsätzlich sind die Menschen sind bei uns beschäftigt und wir arbeiten mit den Kunden, wie eben auch die Stadtgemeinde zusammen. Und das Ziel ist es, innerhalb dieses Beschäftigungszeitrahmens eine dauerhafte Arbeitsstelle zu finden. Sollte dies aus welchen Gründen nicht gelingen, dann ist leider auch wieder der Weg zurück zum Arbeitsmarktservice gegeben. Für die Bezirksstadt ist es ein wichtiges Projekt, wo eben Leute, die arbeitslos werden, wieder eine Arbeit finden oder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden. Und wir haben in Christkirchen ja das Reno-Projekt bei sehr vielen Projekten beschäftigt. Wir decken mit Renotop immer wieder Arbeitsspitzen im städtischen Bauhof ab. Wir beschäftigen Renotop in der Grünraumpflege. Und aus diesen beiden Titeln heraus könnten wir uns ohne Renotop die Sache eigentlich nicht mehr vorstellen. Als Dankeschön für das Vertrauen und die Unterstützung dieses Projektes seitens der Stadtgemeinde wurde der Erlös der Tombola an Stadtrat Ulbrich für den Sozialfonds Christkirchen übergeben. Also ich denke, mit der Veranstaltung kann man durchaus zufrieden sein, auch mit der Besucheranzahl. Und ich glaube, es ist uns auch gelungen zu vermitteln, welche Arbeit wir leisten. Und ich denke, der Blick in die Zukunft ist für mich ein positiver. Ich hoffe, es wechselt sozusagen den Charakter zu einer fixen Einrichtung,
das wäre also auf jeden Fall mal ein großes Anliegen, weil das also auch eine gewisse Sicherheit für Mitarbeiter und Beteiligte bietet.